Willkommen zurück auf dem Rot-Weiß-Essen-Fan-Channel. Letzte Heimspiel des Jahres. So, das erste geile Flutlichtspiel, auf geht's. Hier ist das Stadion schon richtig geil beleuchtet. Boah, ich habe echt richtig Bock. West ist schon voll heute wieder ausverkauft. Weiß nicht, wie viel haben wir? 15, 16, 17.000 wieder da. Letzte Heimspiel. Gleiches Anpfiff, boah, was habe ich Bock heute. Meppen auch mit einer echt geilen Choreografie. Das war der Anstoß zur ersten Halbzeit. Nur der RB. Wie geil unsere West eskaliert. Licht hier gut los heute. Die Fans und die Mannschaft auch. Besser als ein vorletzter Platz, auf jeden Fall. Besser als eine Mannschaft, die 10 Spiele in Folge nicht gewonnen hat. Und Meppen kauft uns hier den Schneid ab bis jetzt. Wenn das so weitergeht, gewinnt Meppen das Spiel hier. Was ist jetzt los? Achso, hier ein Banner. Was haben wir hier draufstehen? Hausverbotsanhörungen gewähren jetzt. Nicht, was los ist, aber da hinten sind irgendwie Sanitäter und so was am Start. Spielunterbrechung, irgendwas.
müssen wir kurz warten. Jo. Halbzeit hier an der Hafenstraße. Ja, da braucht man heute, glaube ich, nichts schönreden. Meppen ist besser als wir, ne? Leider. Irgendwie ist das mehr blau als rot heute. Das gefällt mir gar nicht. Die hatten irgendwie, was weiß ich, 10 Torchancen und wir hatten eine, so einen Kullerball aufs Tor. Die waren zum Glück auch im Abschluss scheiße, aber die waren 10-mal scheiße, wir einmal. Wir hatten einen Torschuss, die 10. Das muss sich ändern hier, ne? Vollgas jetzt, Essen und einlochen da, auf, vor der West. Null RW. Aufwand von unseren Ultras. NB, da geht's um Bielsa. Früher ein Gewalttäter, heute der Verräter. Oha. Das 65. Minute gerade. Gelbe Karte Meppen, aber eigentlich ist Essen nicht gefährlich bis jetzt. Das, ja. Keine Ahnung, ob wir die letzte halbe Stunde hier noch was abreißen jetzt. Aber bis jetzt ist Meppen besser, muss man ganz klar sagen. Abpfiff 0-0. Scheiße. Die sind ja in der Nähe, da mögen die es wahrscheinlich nicht. Mittlerweile leer, ja. Können wir machen. Letzte halbe Stunde war gut, davor die Stunde haben wir eigentlich Glück gehabt, dass die Mettner ineffizient so im Abschluss sind. Ja. Hätten wir uns mehr erhofft eigentlich, ne? Leider, ja. Wir können nach dem Spielverlauf jetzt fast glücklich sein. Okay, letzte halbe Stunde, klar, hätte man aber eine Chance besser ausgespielt, aber erste Stunde war Meppen besser, müssen wir fairerweise sagen. Haben den Dreh nicht gekriegt nach der roten Karte, irgendwie immer wieder vor Tor gekommen. Aber den Abschluss dann doch nicht gekriegt, das Netz hat nicht geflattert, was wollen wir machen, ne? Auf geht's, weiter in München. 18:60. Ein Spiel haben wir noch, heim nicht mehr, aber auswärts. Nur voran, immer weiter, nur der RB. Nur der RB. Ja, das war, haben wir uns mehr erhofft, ne? Leider ja, haben wir uns mehr erhofft. War zu wenig. Haben wir vielleicht gewollt und nicht gekonnt heute und Meppen war auch irgendwie besser. Ich weiß jetzt nicht, ob von spielerischen, manchmal haben die echt gute Spielzüge gehabt. Spielerische Mittelfeld auch bis zum Ende, bis auf letzte halbe Stunde, da waren wir besser, aber die erste Stunde war echt Meppen. Ja, glücklicherweise, zu unserem Glück, völlig ineffizient. Die hatten ja 10 Abschlüsse und dann völlig ungefährlich alles. Die hatten auch nicht eine gefährliche Torchance. Gar nicht. Alles so Kullerbälle Richtung Goddels oder völlig klar daneben.
obwohl die, ich weiß nicht, vielleicht 10 Abschlüsse hatten, da hätten die mehr draus machen können, ja, und wir hatten weniger Abschlüsse eigentlich, ja, erst dann gegen Ende, letzte 10, 20, 30 Minuten drohte es ein bisschen gefährlich zu werden, aber sah auch immer nur so aus, dass es gefährlich werden würde, richtig gefährlich wurde es dann nicht. Nein. Zu wenig. Zu wenig im Endeffekt. Die waren immer ein Ticken mehr am Ball als wir die erste Halbzeit, wie du gerade schon sagtest. Aber ich muss schon sagen, Respekt an den Auswärtssupport von Meppen. Mit das Beste, was wir diese Saison an der Hafenstraße gesehen haben, oder? Was auf sagst jeden du? Fall. Also richtig, alles dabei. Ja, aber auch Lautstärke. Also konnte man gut hören, die Fans, konnte man andere Mannschaften nicht. Ich hätte mir eigentlich sowas erhofft oder erwartet von, weiß ich nicht, Dresden oder vielleicht anderen Mannschaften, aber hier Meppen, da war ganz stark, was die hier gemacht haben. In dem Gästeblock muss man neidlos anerkennen. Wir natürlich auch, Hafenstraße natürlich auch, war laut, unsere Ultras richtig gut, wie immer. Sind sie ja immer, wissen wir ja, Vollgas für Essen, aber Meppen... Immer da, immer nah. Meppen war auch gut, muss man anerkennen. Top-Leistung da im Gästeblock. Respekt.